Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Map Vorstellungsvideo. In diesem Video zeige ich euch die Alpha-Version meiner Karte Hinterland. Ja, wer hätte das gedacht? Bestimmt habt ihr alle gedacht, meine erste Karte für den LS22 wäre eine Karte namens Wunzig. Das dachte ich bis vor einer Woche auch noch. Ja, und dann kam einiges zusammen. Wir gehen hier mal rein, damit ihr euch gleich mal hier das angucken könnt. So. Und jetzt lassen wir hier mal das Schiff fahren, während ich euch erzähle, wie es zu der Karte Hinterland gekommen ist. Und zwar gab es eigentlich mehrere Auslöser oder Gründe für diese Karte, von der ich selber auch noch gar nicht lange weiß, dass es die geben wird. Und zwar träume ich jetzt schon seit geraumer Zeit von einer Karte mit sanften Hügeln. Irgendwie, ja, sitzt mir das so in meinem Ideen-Dings im Kopf und ach, und ich möchte so gerne möglichst bald und ach und weh und so weiter. Und ähnlich dringlich war es mir schon seit geraumer Zeit, dass ich gerne mal eine Niemandsland-ähnliche Karte bauen wollte. Also so eine zum selber bauen. Hier wird es jetzt ziemlich laut, weil das große Transportschiff hier vorbeifährt. Aber keine Sorge, das fährt gleich wieder weg. Das kommt hier regelmäßig. So. Ja, und aber ich habe nicht so recht den Ansatz dafür gefunden, was für eine Niemandsland-ähnliche Karte ich machen könnte. Bis jetzt. Und dann kam noch dazu, dass mir halt schon eine Weile klar ist, dass meine Karte Wunzig noch ziemlich lange dauert, bis die fertig ist. Und weil es einfach noch sehr viel zu tun gibt, weil da so viele Ideen reinfließen und so. Und dachte ich mal, oh, und ich würde gerne auch eine andere Karte machen und muss dann warten, bis die Wunzig fertig ist und so. Und ja, und dann kam die Erkenntnis oder das Wissen, dass ein wichtiges Werkzeug für Mapper, das sogenannte Foliage Creator Tool, das ein berühmter Modder namens Kevin Carr für den LS19 geschrieben hatte, auch für den LS22 verfügbar ist. Obwohl dieser Kevin Carr, das ist der von Global Company, eigentlich gesagt hatte, er moddet nicht mehr, und dann dachte ich, okay, dann geht das eben nicht, dann gibt's das nicht. Ich hatte schon versucht, dieses Tool umzuschreiben, weil man da sehr viel Zeit spart beim Kartenbauen und so beim Landschaftsgestalten vor allem. Und dann habe ich erfahren, es gibt es doch, er hat es gemacht. Jo. Und dann dachte ich, oh, jetzt kann ich aber schnell Karten bauen. Oi, 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 da möchte ich ja gleich loslegen und eine Karte bauen, die das richtig voll ausnutzt. Und zack, auf einmal war klar, ich schiebe eine schnelle Karte ein, die schnell fertig sein soll. Sie ist jetzt als Alpha-Version schon verfügbar für euch zum Testen. Unter diesem Video findet ihr einen Link in der Infobox zum Download, aber es ist natürlich noch eine Alpha-Version. Die Karte ist noch gar nicht fertig. Aber im Wesentlichen steht die auch schon. Ich zeige euch mal hier die PDA-Karte. Da gibt's nicht viel und da soll auch gar nicht viel sein. Hier dieses ganze Gebiet, das könnt ihr dann selbst erschließen. Was gibt es? Es gibt hier einen Fluss, der quer durch fließt. Und dann gibt es eben hier dieses Boot am Rand, das da immer mal wieder vorbeikommt. Hier ist der Platz, wo die ganze Infrastruktur ist. Da waren wir eben. Und es gibt hier mehrere kleine Seen. Der ist so ein bisschen größer. Es gibt ein paar Wälder. Und ansonsten gibt es nur Wiese. Ja, und Grundstücke sind quadratisch
Und kosten, was kosten die jetzt? 66.000. Ich glaube, ein bisschen teurer mache ich sie noch. Aber die sollen auf jeden Fall unter 100.000 sein, damit man sich hier fröhlich austoben kann. Den Kartenrand hier kann man nicht kaufen. Jo, aber hier die ganzen Felder kann man kaufen. Und ja, was gibt es hier außerdem noch? Drei Felder kann man deutlich sehen. Und ein Hof, der jetzt noch nicht fertig möbliert ist. Da habe ich erstmal was aus dem Basisspiel reingestellt. Gucken wir uns gleich an. Und da will ich noch extra Gebäude für bauen. Hier habe ich jetzt an Infrastruktur natürlich den Shop. Und diese Gebäude sind alle noch nicht so, wie sie mal bleiben werden. Hierfür, für den Shop, werde ich wo irgendeinen anderen Schuppen bauen. Aber da kommt kein protziges großes Landmaschinenhändlergebäude hin, weil hier ist gar nichts. Und dann macht es auch keinen Sinn, da einen riesigen Landmaschinenhändler hier hinzusetzen. Es gibt also so ein kleines, ja, Schuppenbüro, wo man dann halt seine Fahrzeuge bestellen kann. Und es wird eine Tankstelle geben und natürlich Reparatur, so die ganzen Basissachen. Dann gibt es hier eine Verkaufsstation für alles. Da kommt dann noch so ein Rohr hinter zu dem Schiff und wahrscheinlich ein Silo, einfaches Holzsilo vielleicht oder so, damit man das Gefühl hat, okay, hier laden wir was rein und das wird dann per Schiff nach draußen transportiert. Hier gibt es den Tierhändler. Der kriegt auch noch einen anderen Schuppen. Und ich dachte mir, warum nicht schon mal ein paar Tiere hier haben? Dann sieht es wenigstens nach Tierhändler aus. Wenn man dieses Grundstück hier kauft, dann ist das ein ganz normaler nutzbarer Kuhstall. Und hier habe ich eine Pizzeria, weil ich dachte mir, wenn Leute hier wandern gehen oder so, wollen die vielleicht irgendwie einkehren. Und das Gebäude hat mir besser gefallen als das Restaurant. Es soll ja auch schnell gehen, darum habe ich Standardsachen hier verbaut. Aber ich weiß noch nicht, ob ich die Pizzeria drin lasse. Dann habe ich hier den Farmers Market, wo man seine ganzen Produkte an den Mann bringen kann. Das will ich vielleicht noch ein bisschen umtexturieren und Bauernmarkt nennen, weil es soll ja eine deutsche Karte sein. Irgendwie so in der Mitte von Deutschland, in einer sanft hügeligen Gegend. Und merkwürdigerweise völlig unerschlossen. Kann man kaum glauben. Aber wurde von Wanderern entdeckt, dass hier ein Gebiet ist, wo keiner wohnt, wo keine Landwirtschaft betrieben wird. Und dann hat sich natürlich die Regionalregierung sofort gedacht, oh, das können wir erschließen. Wir brauchen sowieso mehr Landwirtschaft, um die Leute zu ernähren. Und darum gibt es jetzt hier Erlaubnis zu siedeln und Landwirtschaft zu betreiben. Die Bäckerei, die kann man auch kaufen, wenn man das Grundstück kauft. Ich weiß noch nicht, ob man die extra kaufen kann. Also so wie die Produktionen auf den Basiskarten, dass man die unabhängig vom Territorium kaufen kann. So kann man sie, wenn man will, halt komplett verkaufen. Ich mache hier alles so, dass man alles komplett verkaufen kann, wenn man das Grundstück hat, außer natürlich den Shop-Trigger und den Tierhändler-Trigger, die kann man nicht verkaufbar machen. Und hier in dieser Bäckerei kann man auch Getreide mahlen und auch Öl pressen. Das ist also eine leicht geänderte. Die kriegt auch noch ein anderes Schild. Und dann werde ich hier auch in den Verkauf noch ein paar Öltüten, ja, Mehltüten und Ölflaschen oder so hinstellen, damit das klar ist, dass es hier nicht nur Brot gibt. So, und das wird hier alles noch komplett umdesignt,
Vielleicht sogar ein bisschen kleiner, aber man braucht natürlich auch eine ordentliche Fläche, um Fahrzeuge hier kaufen zu können. So, jetzt gehen wir hier mal zu dem Fluss. Der zieht sich so durch die ganze Karte. Und hier habe ich das Flussufer schon mal so ein bisschen gemacht. Im weiteren Verlauf habe ich da noch einiges zu tun. Und hier kommt man zu der Farm, die schon da ist. Ich dachte mir, wir fangen mal mit drei Feldern an. Da sieht man ein Weizenfeld, hier ist ein Hirsefeld und ein Rapsfeld, was da jetzt schon erntereif ist. Die Form ist nur teilweise helferfreundlich, aber es hat sich einfach nicht anders ergeben. Ich denke mal, der Helfer müsste aber irgendwie klarkommen hier. Und dies hier ist durchaus helferfreundlich und das hier sowieso. Ja, und dann freuen sich auch diejenigen, die mehr so asymmetrische Felder mögen. Und hier, das ist der bisherige Hof. Da habe ich auch schon mal eine Ausstattung, die relativ umfassend ist, aber natürlich mit kleinen Geräten und so. Und ich will einen etwas größeren Tiefenlockerer. Ah, ich glaube, den habe ich hier schon drin. Ich muss mal gucken. Weil ich habe den schon gebaut. Der ist nur noch nicht in der Karte drin. Nee, ist bei den Pflügen. Pflüge, 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 Pflüge. Da. So, hier ist er. Der tiefenlockere Pflug, der wird eigentlich blau, um ihn optisch unterscheiden zu können. Und der tut, als wäre er ein Pflug und man kann damit Felder anlegen. Und weil ich finde es sehr viel einfacher, mit irgendwas Eckigem Felder anzulegen, als mit diesem schrägen, langen Ding namens Pflug. Und ich weiß, dass es Mods, Skript-Mods gibt, wo man mit jedem Grubber das machen kann und dass es einen konsolentauglichen Mod gibt, wo man mit extra gekauften Grubbern und Tiefenlockerern auch Felder anlegen kann. Aber ich wollte etwas selber machen, was ich beipacken kann. Und dieser Tiefenlockerer, der tut halt so, als sei es ein Pflug. Der wird dann statt diesem Tiefenlockerer zur Startausstattung gehören. Ja, die Gebäude werden alle anders. Ich dachte mir, ich mache so ein Tiny House, das so hüttenmäßig aussieht. Und zwar will ich da einen Mod von mir aus dem LS19 konvertieren, wo ich diese mittelgroßen Holzhütten so umgebaut habe oder ganz neu gebaut habe, dass man reingehen kann. Mit Murphy-Bett und Badezimmer und Küche und allen Schikanen, aber klein. Und dann dachte ich mir, das passt hier wunderbar hin. Und dann will ich in den gleichen Holztexturen und so meine üblichen Unterstände machen. Und dann packe ich da auch noch ein Silo bei und eine Kaufstation, damit das abgerundet ist. Und das wird dann der Hof. Aber das muss ich erst noch machen. Darum habe ich jetzt erstmal hier die Ausstattung hingepackt. Und einen einfachen Hühnerstall. Und hier hat man einen See. Die gesamten Ufer muss ich noch bearbeiten, damit es irgendwie ja besser passt. Und ich werde aber nicht viel an Deko hier reinpacken, denn das ist ja eine Karte zum selber bauen. Die kann man sich dann selber dekorieren. Ich werde auch auf dem Hof nicht viel Deko machen. Nur so das Nötigste sozusagen. Und man kann sich das dann alles schön selber dekorieren mit den inzwischen ja zahlreichen Mods, die es gibt, um was zu bauen. Okay, jetzt wollt ihr bestimmt noch wissen, was ich hier noch vorhabe. Ich brauche mal eine dunkle Fläche. Ist das dunkel genug? Na, auf jeden Fall ist es einheitlich genug. So, hier ist meine Roadmap.
Also, ich werde noch die Hofgebäude komplett bauen. Der ganze Hafenbereich wird geändert, also diese ganze Fläche mit Shop und Laden und so weiter wird alles noch überarbeitet. Uferzonen noch, Wege werden verbessert, Schätze wird es geben. Ich dachte mir, ich nehme die goldenen Tiere aus der Port Limbo, die ich da gebaut hatte. Dann will ich, wenn ihr das wollt, schnelles Pflanzenwachstum einbauen, wenn man die Jahreszeiten ausgeschaltet hat. Also, dass wenn man die Jahreszeiten ausschaltet, dass dann der Weizen und andere Getreide in 2 Tagen heranreifen, wenn ihr das wollt. Dann will ich noch Armgewichte in Gold machen. Und zwar, ich weiß, es gibt schon einen Mod, wo man irgendwelche platzierbaren Objekte kaufen kann, die 100.000 oder 1,5 Millionen oder 500.000 Euro kosten. Aber dafür braucht man ja ein Stück Land. Und ich dachte mir, Fahrzeuge kann man auch kaufen, wenn man kein Land hat. Das ist für alle Leute, die gerne mit Null anfangen wollen. Man könnte hier mit Null anfangen und mit den 3 Feldern, die kann man dann als Auftragsfelder nutzen und kann sich dann so hervorarbeiten. Aber Consoleros können nicht auf Null schalten. Und dann gibt es, kann man sich ein goldenes Gewicht kaufen, das 1,5 Millionen kostet. Das stellt man dann da irgendwo in die Ecke. Und ja, das steht dann einfach nur rum und man ist arm, wenn man zum Beispiel als Farmmanager startet. Und dann startet man mit Null und kann sich halt mit Aufträgen hoch verdienen. Und das ist in den, mit den ganzen 3 Beträgen für die 3 Anfängerstufen oder die 3 Spielstufen, die man halt hat im Spiel. Ja, und dann kommt noch eine Bodenkarte rein für Precision Farming und dergleichen technische Dinge. Wobei ich gar nicht weiß, ob Precision Farming funktioniert, wenn man die Felder selber macht. Es funktioniert möglicherweise nur auf diesen 3 vorhandenen Feldern. Okay, vielleicht sollten wir hier noch mal ganz kurz fliegen, damit ihr noch mal einen besseren Überblick kriegt. So, die Berge habe ich auch extra dafür neu gemacht. So. Noch san deutlich sanftere Hügel als bei der Wunzig. Und im Hintergrund so ein bisschen höher. Ja, und das ist wahrscheinlich auch schon so eine Art Mittelgebirge, aber halt sehr, sehr sanft hügelig. Und da hinten hört es dann auf. Ja, ein paar Wege gibt's schon, aber auch alles noch nicht fertig. Also einige Bereiche ganz ohne Wege. Und die Bäume, die kann man, ja, kann man fällen, wenn man will, oder stehen lassen. Also meine Vorstellung ist eher, dass man sich die Bäume stehen lässt, außer wenn man die als Forstkarte nutzen will, um da halt eine schöne gefällige Landschaft so zwischen die kleinen Wälder zu setzen. Aber das bleibt einem natürlich selber überlassen und ich denke mal, man kann sich hier auch forstmäßig so ein bisschen austoben. Okay, dann landen wir mal wieder. Ja, ist jetzt, wie gesagt, in der Alpha-Version verfügbar. Ich werde da weiter dran arbeiten, aber nebenher auch an meinen anderen Mods und so. Daher weiß ich nicht, wie schnell die fertig wird, aber ich möchte die gerne vor Weihnachten noch in den Mod-Hub bringen. Das wäre mein Plan. Also deutlich vor der Wunzig. Und wenn die dann im Mod-Hub ist, dann kann ich wieder mit mehr Schwerpunkt an der Wunzig arbeiten. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.